Zuschauer da draußen. Hallo und herzlich willkommen zurück bei Tropico 5. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Hier blinkt es mich wieder an. Einige russische Oligarchen sind in Tropico angekommen. 5 Verbrecherbosse soll ich verbannen. Tja, werden wir mal schauen, ob wir das machen. Erstmal, schön, dass ihr wieder dabei seid auf jeden Fall. Wir haben viele Felder. Wir haben beim letzten Mal so ein bisschen geschaut, dass wir die Zuckerproduktion so ein bisschen ankurbeln. Weil ich ja eine Schokofabrik habe und auch eine Rumdistillerie und die brauchen mehr Zucker. Wir hatten nur ein Feld. Das sollte jetzt besser funktionieren. So, hier, der hat das Problem, dass er keinen Platz mehr hat. Deswegen habe ich jetzt mal ein Transportbüro gebaut. Ich hoffe mal, das hilft. Ich hatte ja auch so ein paar Parkplätze auch hier mal gebaut in der Umgebung, damit die vielleicht hier besser auch zur Arbeit kommen können und so weiter. Ich hoffe mal, dass es irgendwie funktioniert, der Plan. Transportbüros scheinen immer noch rar zu sein. Aber habe ich viele. Da habe ich 2, da habe ich 1, da habe ich 1. Aber hier hat er zum Beispiel wieder, ich meine, klar, hier wird viel transportiert, sehr viel, das ist klar. Also vielleicht bauen wir tatsächlich auch noch mehr. Kann ja nicht schaden. Und ansonsten wollte ich so ein bisschen jetzt mal abwarten. Oh, wir haben auch gerade ein bisschen Problem mit der Zufriedenheit. Die ist jetzt, die war irgendwie bei 75% bis vor kurzem. Jetzt ist sie relativ stark runtergegangen. Ein Großteil ist, denke ich mal, auch die Obdachlosigkeit. Deswegen bauen wir auf jeden Fall mehr Häuser jetzt erstmal. Und ansonsten können wir mal schauen. Die Sicherheit ist ein bisschen runtergegangen. Wir sollten vielleicht noch eine Polizeistation bauen. Gucken wir mal, wo denn die Kriminalität besonders hoch ist. Zum Beispiel. Das wäre mal die erste Sache. Wir können die ja leicht wieder erhöhen, die Zufriedenheit. Hier ist zum Beispiel die Sicherheit ein bisschen gefährdet. Dann bauen wir hier mal eine Polizeistation hin. Bauen die direkt fertig und erhöhen die. Ich denke mal, dann geht das wieder ein bisschen hoch zum Beispiel. So, können wir direkt beides verbessern und dieses Budget hochsetzen. Wunderbar. Dann, was habt ihr noch für Probleme? Sicherheit ist das eine. Unterhaltung ist relativ niedrig. Gut, wir haben jetzt auch nicht so mega viele Unterhaltungsgebäude, aber da kann man natürlich noch nachhelfen. Bei der Nahrung weiß ich gar nicht, wie man die auf 100% kriegen soll. Ich habe ja schon ziemlich viele verschiedene Nahrungssachen, aber gut. Bei der Gesundheitsversorgung baue ich gerade ein Krankenhaus. Die sollte auch besser werden. Wohnraum, wie gesagt, bauen wir neue Häuser. Die Freiheit ist sehr gut. Das ist das Einzige, was richtig hoch ist. Da könnte man aber auch noch eine Fernsehstation bauen sonst. Und die Religion ist eigentlich auch relativ gut. Also, Wohnraum, Gesundheitsversorgung und Unterhaltung. Ne? Wohnraum, Gesundheitsversorgung, Unterhaltung. Okay. Dann würde ich sagen, bauen wir mal neue Häuschen. Vielleicht auch, ja, ich weiß halt nicht so richtig wo. Ach so, können wir eigentlich inzwischen die, nee, können wir noch nicht. Wie ist es denn mit der Forschung? Wird noch geforscht momentan. Oh, dann warte ich den einen Monat noch. Ja gut. Den einen Monat habe ich noch, dann kann ich nämlich endlich die hohen Wohnhäuser bauen. Was entsteht hier gerade nochmal? Genau, die Pharma GmbH. Und hier das. So, das moderne Apartmentgehäuse ist erforscht worden. Dann können wir danach mal den modernen Flughafen und das Internet erforschen und Wasserwerke. Aber jetzt hätte ich gern erstmal ein modernes Apartmentgebäude. Das sind nämlich die Wohnhäuser der Zukunft sozusagen. Und da bauen wir doch direkt mal. Wie teuer sind die Dinger? Ich will es gar nicht wissen. Wahrscheinlich viel zu viel. 14.000. Und die brauchen Strom. Bauen wir mal 3 Stück. Bauen wir erstmal 3 Stück, dann haben wir wieder ein bisschen Wohnraum geschaffen. Ihr wisst ja, dass das meine Hauptstadt werden soll. Insofern wird hier auf jeden Fall weiter erweitert. Genauso wie ich auch noch 2 Bürogebäude bauen möchte, aber da das eine nicht mehr voll besetzt ist momentan, warten wir damit noch. Die Pharma GmbH ist jedenfalls jetzt auch fertig. Die kann dann noch so ein bisschen Deko kriegen, weil die hat da noch momentan das Problem, dass da noch so Obdachlosenhütten vor der Tür sind. So, dann habt ihr auch ein bisschen Deko nebenbei. Oder ist da unten auch noch Platz für Deko? Ja, da ist auch noch Platz für Deko. 92% hat die jetzt. Ich hoffe mal, die ist jetzt fertig. Auf jeden Fall finde ich es schön. Ich liebe Hochhäuser, müsst ihr wissen. Und deswegen bin ich einfach froh, dass wir jetzt solche Gebäude hier kriegen. Eliminiert jegliche Umweltverschmutzung. Klar, nehme ich gerne. Effizienz von Kliniken und Krankenhäusern auf der Insel steigt um 20 Punkte, basierend auf der Effizienz. Gerne. Und dann können wir hier noch Medikamente aus Öl machen. Momentan erstmal bitte nicht. Produziert auch stinkreiche Leute, deswegen würde ich fast sagen... Oh, da ist noch ein bisschen Platz für Deko. Produziert stinkreiche Leute, deswegen würde ich fast sagen, bauen wir noch ein paar Luxusvillen nebenbei. Einfach, um die stinkreichen Leute unterzubringen. Ich sehe jetzt auch gerade, hier ist noch Platz. Also ich möchte gerne die Lücken füllen, dass da nicht irgendwelche Obdachlosen sich breit machen, wie hier das ist. So, wenn die... Außerdem, vor allem, ich habe euch doch extra, das hochgesetzt. Aber gut, die Obdachlosen, vielleicht haben die einfach keinen Wohnraum, sind gar nicht arm, sondern haben einfach nur keinen Wohnraum. So, dann hätte ich gerne hier Luxuswillen. Aber wir bauen ja jetzt schon massiv Wohnhäuser. Insofern sollen die sich nicht beschweren.
Also neue Luxusvillen und neue moderne Apartmentgebäude. Wobei ich fast glaube, dass wir die auch für stinkreiche Leute dann machen können. Aber werden wir schauen. Erstmal wird das jetzt alles nach und nach hier weitergeführt. Und uns fehlen wieder Arbeiter, wie immer. Wir haben so viele verfügbare Jobs und zu wenig Arbeiter. Oh, unsere Zuckerfabrik hier, unsere Schokofabrik macht gut Geld. Das ist schön. Das freut mich. Mich stört das ja so ein bisschen, dass die Straßen dazwischen dann nicht zu asphaltierten Straßen werden, nur weil da kein Transportbüro ist. Da muss man extra eins bauen. Ich meine, gut, wenn ich hier eins baue, müsste ja eigentlich zumindest der Bereich zu wieder. Ja, genau. Ich bin so. Und wir haben einen Rebellenangriff. Wo ist meine Fliegerstaffel? Da ist sie, schon in der Luft. Ich will das Bombardement sehen. Nehmen wir aber nicht die Fabrik auseinander. Oh, wo fliegen die denn hin? Ah, die fliegen wieder nach hier hinten wahrscheinlich, ne? Oder wo fliegt ihr hin? Wo greifen die denn an? Ich sehe die immer nicht. Ach, da. Doch, die greifen hier an. So, alle wieder aufbauen, bitte. Ich meine, wir verbessern ja jetzt auch die Zufriedenheit wieder. Ich hoffe mal, dass dann auch die Rebellenangriffe wieder weniger werden. Vor allem hatte ich ja sogar die Amnestie erlassen. Deswegen dachte ich eigentlich, das wird jetzt weniger mit den Angriffen, aber anscheinend nicht. Ihr wisst, was ein neues Krankenhaus bedeutet, meine Damen. Oh, das Krankenhaus ist fertig. Süße Wunderbar. Ärzte, ich glaube, mir ist gar nicht gut und ich brauche ganz schnell einen guten Arzt. Denkt bei den Doktorspielen immer daran, dass Ärzte schreckhaft sind. Also achtet darauf, dass euer Make-up sitzt. Ins Krankenhaus passen 450 Leute. Insofern denke ich mal, dass dadurch die Gesundheitszufriedenheit steigen sollte. Die Wohnzufriedenheit steigt, sobald wir die Häuser fertig haben. Wie gesagt, die Unterhaltung, das ist momentan noch so eine Sache. Wir haben Luxusunterhaltung, kann man natürlich bauen. Zum Beispiel können wir mal sowas sagen wie hier wie so ein Stadion oder einen Nachtclub bauen. Der bietet aber halt auch wieder, die bieten halt auch nur Unterhaltung für reiche Bürger. Und ich hätte halt gerne auch vor allem Unterhaltung fürs einfache Volk, aber da gibt's irgendwie nicht wirklich was. Okay, hier, für Bürger und Touristen, das Multiplex-Kino. Braucht aber auch wieder sehr viel Strom. Ein Zirkus, Bürger und, okay, Bürger und Touristen, das wäre noch eine Option. Ein Zirkus kann man bauen, aber der ist halt nicht sonderlich schön. Möchte ich eigentlich nicht unbedingt in meiner Stadt haben, aber man kann die. Ah, hier passt da zum Beispiel. Da, ein Zirkus. Ist doch nicht schlecht. Ansonsten eine Taverne. Gut, hier ist die Zufriedenheit in Ordnung, da auch. Die hier hinten haben ja eigentlich was. Wohnen da denn eigentlich auch reiche Leute? Dann könnten wir da auch noch eine. Wie kann ich helfen? Ja, nicht so richtig. Sind eher gut situierte. Und ich meine, die haben hier die Taverne, die ist natürlich voll besucht. Klar, die können auch noch ein Restaurant kriegen, wenn sie wollen. Habe ich auch nichts gegen. Verbiete ich denen ja nicht. Können sie gerne haben. Weil ich würde halt schon wieder gerne gegen 70% gehen. Wir haben jetzt knapp über 50, das ist mir ein bisschen wenig. Ich denke mal, klar, der Wohnraum wird was bringen dann. Also diese Öldinger finde ich ja geil, ne? Diese Ölraffinerien. 5.800 Profit ist so krass viel. 6.300. Ist enorm. Ist wirklich enorm, was die an Geld reinholen. So, mir fehlen überall die Arbeiter, deswegen lade ich mal weiter Gastarbeiter ein. Durch die Versteuerung legaler Drogen haben wir 4000 irgendwas gemacht. Nice. Wie ist es denn mit den Beziehungen? Sind die so sehr nach unten gegangen? Nö, ne? Ist immer noch warm beides. Insofern habe ich mir keine, mache ich keine Sorgen. Habe ich keine Sorgen, dass er irgendwie einmarschiert. Hier auch noch warm mit der EU. Aber ist doch alles kein Problem. Kann doch ruhig mal ein bisschen runtergehen. So, hier ist das erste Hochhaus-Wohngebäude fertig und das sieht ja wohl mal geil aus. Endlich entsteht hier eine richtige Neuzeitstadt mit Hochhäusern. Und hier können zum Beispiel jetzt reiche Leute wohnen. Habe ich euch jemals davon erzählt, wie ich von zu Hause ausgerissen und zum Zirkus gegangen bin? Ah, der Zirkus ist auch fertig. Das waren zwei wundervolle Jahre, bevor sie mich als zu verrückt rausgeworfen haben. Zu verrückt? Warum wohl? So, also hier wohnen jetzt reiche Leute, da ist Wohnraum entstanden. Danach machen wir noch eins für weniger Reiche und dann eins für Stinkreiche. Und sie Olga von mir am Bart. Weil zum Beispiel auch die Pharma GmbH, die macht zwar Geld, aber die erzeugt halt auch stinkreiche Leute. Was mir auch jetzt was wieder auffällt, ist, dass wir mehr Baubüros brauchen anscheinend. Gut, wir haben hier eins, aber da kann ja gerne noch eins hin. Und dann kann man die Lücke zum Beispiel ja füllen mit irgendwelchen Unterhaltungsgebäuden. Die brauchen ja in der Regel keine Straßenanbindung. Braucht das eine Straßenanbindung, das Kabarett? Nö. Dann bauen wir da noch genau ein Kabarett rein, das passt nämlich.
Guck mal hier, das ist jetzt richtig schön da reingekuddelt. Keine Ahnung, wie man das erreichen soll. Na gut, von der Straße hier aus geht's sogar. Doch, man kann es erreichen. Kann man wieder nebenbei die Unterhaltung ein bisschen steigern. Ist auch nicht schlecht. Und mit den Baubüros sollten das dann auch schneller vorangehen mit den Wohnhäusern. Aber ich finde diese neuen Gebäude jetzt, die wir haben hier, Pharma GmbH, Baubüro, Hochhäuser, richtig schick. Das ist das, was ich mag, Hochhäuser. Das gefällt mir richtig gut. So, was die haben wir hier? Die Chinesen haben uns um Mithilfe bei ihrer Volkszählung Kleidung gebeten. Nee. Kleidung habe ich nämlich nicht. Ich habe keine Kleidungsfabrik. Möchte ich auch nicht. Oh, was ist da kaputt gegangen? Ist da ein Mastbetrieb kaputt gegangen? Ich vermute es fast. Ich glaube, dass wir da dann auch wahrscheinlich Ziegen hatten, wenn daneben Ziegen sind. Ärgerlich. Da haben die Rebellen wieder was kaputt gemacht. Ich habe es wieder nicht mitbekommen. So. Gut, aber hier hinten war nichts mehr kaputt gemacht worden, ne? Nee. Da ist alles gut. Was haben wir hier für ein Problem? Gebäude produziert nichts. Warum produzierst du nichts? Lager ist voll oder wie? Aber ich habe ja hier, ich meine, gut, wir können gerne auch hier noch Hafen bauen. In unserem Haus, ich glaube, zu viel kann es gar nicht geben. Gibt's jede Menge Spaß, Leidenschaft, Tanz, Freude und spärlich bekleidete Damen. Eine Art Jolly Roger in klein für alle Stadtbewohner. Im Kabarett gibt's auch Damen, das ist aber schön. Ich bin so wütend. Und die Rebellen greifen an. Ist mir inzwischen nichts Neues mehr, ich gebe schon gar nichts mehr drauf. Ich vertraue einfach darauf, dass meine dass mein Militär das immer klärt, das Problem. Bisher klappt das ja auch ganz gut. Dabei habe ich die Amnestie erlassen, ich habe Leute hinrichten lassen und ich habe viel Militär und es ist wirklich eine Plage. Vor allem eine nervige Plage. So, der Zirkus ist gut besucht, das ist wunderbar. Das Krankenhaus ist fertig geworden, die Wohnhäuser füllen sich. Dann würde ich sagen, machen wir das mal für gut Situierte und das danach machen wir dann für Stinkreiche. Dann brauchen wir fast die Luxuswohnung nicht. Brauchen wir fast die Luxuswohnung nicht, aber wir lassen sie mal bauen. Drei Stück sind ja okay. So, der braucht Strom. Okay, wie ist es mit dem Strom? Aha, unser Atomkraftwerk produziert nichts. Warum produziert es nichts? Uran wird noch hergestellt. Das ist eine faule Ausrede, nicht zu produzieren. Hier. Klar, wir können auch die Straße hier natürlich noch durchziehen, wenn euch das hilft. Wenn er dann eher an Strom kommt. Aber eigentlich solltest du produzieren, mein liebes Atomkraftwerk. Klar, wir können aber schauen, da gibt es ja jetzt auch noch neue, diese geothermischen Kraftwerke. Die produzieren auch Strom. Allerdings ist es so, dass die vor allem effizient sind, wenn sie in der Nähe von einem Vulkan sind. Ich habe halt keinen Vulkan. Wir können aber gerne mal testen, ob die vielleicht auch Strom produzieren und wie viel sie produzieren, wenn kein Vulkan in der Nähe ist. Wir können das ja mal... Gut, jetzt habe ich da hinten habe ich ja schon Kraftwerke. Bauen wir hier mal noch was hin. Mal eben ein bisschen näher ran. Mal schauen, wie viel so ein Ding produziert. Bin ich gespannt. Was kostet das jetzt in dem Fall, das schnell zu bauen? 14.000. Dann lass ich es erstmal so bauen und dann gucken wir danach. Das Kabarett ist auch schon gut besucht. Der Zirkus ist gut besucht. Ich meine, das ist ja auch kein Problem, solche Sachen zu bauen, weil die machen ja auch Geld. Ja, die produzieren ja auch Einnahmen. Insofern kann man die ruhig bauen, da hat man ja keinen Nachteil von. Das Krankenhaus wird auch richtig gut besucht. Und das soll dann bitte für Stinkreiche sein, das soll für Reiche sein, das für gut Situierte, genau. So, dann hoffe ich einfach mal, dass der Strom dann nachkommt. Wie ist es denn mit dem Atomkraftwerk? Es produziert schon wieder inzwischen. Gut. Ein Problem weniger. Wir können natürlich auch den Strombedarf weiter erhöhen und dafür die Wohnqualität erhöhen. Wenn diese geothermischen Kraftwerke gut funktionieren, können wir das auch gerne machen. Reich, gut situiert, stinkreich. So, wunderbar. Achso, ich wollte ja auch noch eine U-Bahn bauen, ne? Das war auch noch so eine Sache. Hattet ihr euch auch gewünscht, vor allem. Wie ist das denn mit dem Kreuzfahrtschiff? Das war ja auch irgendwo. Das können wir, glaube ich, erst bauen, wenn wir es erforscht haben, oder? Nee, können wir schon bauen. Bietet Platz für 20 Familienurlauber. Die Servicequalität hängt von Schönheit und Sicherheit ab. Cool, kostet aber 48.000. Ja gut, lustig, dass der Messier grün anzeigt. Ich kann ja schlecht das Kreuzfahrtschiff aufs Land bauen, ihr Witzbolde. Dann müssen wir mal schauen, wo es besonders effizient wäre. 100, 100, 100, 100. Geht mehr als 100? Direkt neben dem Militärschiff hier. Mehr als 100 scheint nicht zu gehen. Gut, dann bauen wir das da hinten hin zu der Stadt. Sieht eh schick aus hier so ein... Vor allem hier sind ja auch die Landhäuser und so weiter. Und hier ist die Effizienz auch hoch. Dann bauen wir hier schön ein Kreuzfahrtschiff hin.
Und da wohnen und da arbeiten auch direkt Leute. Und ja, bin ich mal gespannt. Schön, haben wir auch ein Kreuzfahrtschiff. Das sind so Sachen, die hattet ihr euch gewünscht. Kreuzfahrtschiff, Flugzeugträger und eine U-Bahn. Wie ist das denn mit der U-Bahn eigentlich? Wo ist sie? Hier. Ermöglicht Bürgern das schnelle Reisen durch die ganze Stadt, ohne Autos benutzen zu müssen. Die Wohnqualität von Wohnungen in der Nähe steigt. So, das kostet Geld und braucht Strom und Arbeiter. Würde ich fast sagen, bauen wir erstmal hier in die Nähe der ganzen Wohngebiete in U-Bahn-Stationen zum Beispiel. Und die sind aber relativ teuer, ne? Dann bauen wir da hinten mal eine U-Bahn-Station. Ich weiß ja auch nicht, wie viele man so braucht. Ob man da richtig viele braucht halt. Pro Städtchenbereich sozusagen ganz viele. Oder ob es reicht, wenn ich da eins baue, da eins baue, da eins baue. Bauen wir hier hinten mal noch eine. Ich weiß es nicht, wie gut das genutzt wird sozusagen. Da hatten sie wieder was kaputt gemacht. Sonst aber nichts. Nee, sonst nichts. So, also U-Bahn-Station bauen wir. Das war ein Wunsch von euch, der aber auch sicherlich sinnvoll ist. Ich denke schon, dass das auch hilft. Oh, hallo Rebell. Womit kann ich dienen? So, da ist noch Platz für ein bisschen Schönheit. Ein bisschen Schönheit muss sein. Sieht wunderschön aus, ne? Nee, nicht wirklich. Egal. So, was sagen denn meine Wohnhäuser? Sind die inzwischen bezogen? Wir haben doch so viele Obdachlose. Auch nicht wirklich, ne? Ich bin so viel. Haben wir so viele Arme oder woran liegt es? Meine, klar, da oben können wir auch noch mehr Häuser bauen. Oder hier halt noch mehr von den Apartmenthäusern. Geht auch. Ah, die Villen sind auch fertig. Aber reiche Leute haben anscheinend kein Problem mit Wohnungen. Oh, shit. Die greifen unser Raumfahrtprogramm an und es ist zerstört. Ah, ihr miesen Säcke. Ihr miesen Säcke. Machen das Raumfahrtprogramm kaputt. Ich glaub's ja nicht. Das hätte ich nicht gedacht. Bisher haben sie das nie angegriffen. Was ist denn bei denen auch falsch, ne? Man weiß es nicht. So, wir haben die 1000 Einwohnermarke geknackt. Das ist mal ein Achievement. Ansonsten hatte ich mehr Polizei gebaut. Hat sich nicht wirklich bemerkbar gemacht. Ist immer noch relativ niedrig, die Sicherheit. Unterhaltung haben wir mehr gebaut. Ist auch nicht richtig ersichtlich geworden. Nahrung, Gesundheitsversorgung ist sehr hoch gegangen, nachdem wir das Krankenhaus gebaut haben, wie ich sehe. Das ist gut. Das freut mich natürlich. Das hat funktioniert. Der Wohnraum, haben wir neue Häuser gebaut, hat auch überhaupt fast nichts gebracht. Arbeitsplätze sind in Ordnung, Freiheit ist in Ordnung, Religion ist so Medium. Ich denke mal, wir können sogar inzwischen eine zweite Kathedrale gebrauchen. Vielleicht auch hier hinten. Ich glaube schon, dass sie sich freuen, wenn wir sowas bauen. Noch eine Kathedrale. Und wir haben, ich meine, wir haben ja das Geld. Und wie ist es denn mit der Sicherheit? Ihr beschwert euch, aber ich meine, wir haben da eine Polizei. Warum ist es hier trotzdem rot? Ich meine, klar, wir können auch noch eine Polizei bauen. Da hinten geht's ja mit der Sicherheit und hier geht's auch mit der Sicherheit. Insofern ist die Frage, warum die so niedrig ist. Und die Freiheit ist in Ordnung, da brauchen wir nichts machen. Die Religionszufriedenheit können wir jetzt erhöhen, wie gesagt, so bei der Unterhaltung. Ich meine, wir können auch mal hier so ein Stadion zum Beispiel bauen. Wenn das erwünscht ist von den Leuten, können wir das gerne machen. Die Frage ist dann, ich glaube, ich würde das so ein bisschen außerhalb bauen, nicht unbedingt in die Stadt gern, aber hier passt das hier? Nee, ne? Ganz knapp passt es nicht. Schade. Dann würde ich fast sagen, bauen wir es hier hin. Haben wir wieder einige Großprojekte am Start. Ich meine, klar, das Raumfahrtprogramm muss wieder neu aufgebaut werden. Das Stadion wird gebaut. Vor allem, weil die Zufriedenheit jetzt sehr niedrig ist. Wir hatten so eine Phase zwischendrin, wo die sehr hoch war, fast bei 80%. Und ich habe eigentlich gleich weitergemacht. Zumal ja auch der Almanach uns nicht so richtig zeigt, was deren Problem ist. Wir haben Häuser gebaut, trotzdem haben wir Obdachlose ohne Ende. Die sind vor allem... Ja, aber es ist auch durchgemixt, ne? Arme Leute viel, aber auch gut situierte, stinkreiche, reiche. Obwohl wir für alle sozusagen noch leeren Wohnraum haben. Gerade auch hier. Naja, je nachdem müssen wir Abhilfe schaffen durch Apartmenthäuser. Vielleicht auch hier nochmal ein paar bauen, weil hier so viele arbeiten. Meine Hoffnung war ja mit der U-Bahn vielleicht auch dann, dass dann ein paar noch umziehen sozusagen und hier hinten hinfahren. Naja gut, beim nächsten Mal schauen wir auf jeden Fall weiter, wie wir es weiter in den Griff kriegen. Aber es ist ja auf jeden Fall schon wieder einiges passiert hier, auch hochhäusermäßig und so. Ich finde das schick. Sieht gut aus. Achso, was ist denn eigentlich mit meinem geothermischen Kraftwerk? Ist noch nicht fertig, ne? Müssen wir dann auch mal beobachten. Haben einige Baustellen jetzt. Gut, bis zum nächsten Mal. Euch einen schönen Tag und alles Gute. Euer Walle, ich bin raus. Bye, bye.